Herzlich willkommen zum Marktupdate live hier auf dem YouTube-Kanal von Comdirect. Ich bin Andreas Lipke und freue mich, dass ihr dabei seid. Ich hoffe jetzt mit Ton. Ja, das lag daran, dass mal wieder ein Software-Update zwischen den Sendungen gemacht wurde, sodass jetzt sozusagen in der Zwischenzeit, als ich mich vor die Kamera gesetzt habe und sozusagen das Video gestartet habe, beziehungsweise die Streaming-Software gestartet habe, kein Ton zu hören war. Ich höre jetzt, guck mal, ja genau, jetzt ist der Ton auch wieder da, sorry dafür, aber so ist die Technik. Und das war auch so ein bisschen der Grund, warum wir eine längere Sommerpause hatten in den letzten Wochen. Das heißt, wir haben eigentlich sehr, sehr viel hier auch neu strukturiert, neu organisiert, sodass ihr dann hier in Zukunft wieder dieses Format habt und euch natürlich über Informationen über Finanzmärkte freuen kann. Ich hoffe, ihr findet jetzt den Weg hier rüber und könnt dann entsprechend Fragen in den Chat stellen. Genau, da ist schon wieder, genau, ihr seid schon wieder da, sehr gut. Von daher vielen, vielen Dank dafür und sorry an dieser Stelle nochmal, dass das ein Fehler war. Aber wie gesagt, da kann man nichts machen, wenn in der Zwischenzeit ein Update gemacht wird. Da stehe ich dann sozusagen auch da außen vor. Für euch oder für diejenigen unter euch, die neu dabei sind, wie läuft das Format ab? Wir haben drei Teile am Montag. Da ist der erste Teil ein allgemeiner Marktüberblick. Der zweite Teil ist dann so ein bisschen der Einflussfaktor-Teil. Und der dritte Teil ist dann euer Fragenteil. Ich habe hier schon fleißig Fragen rausgeschrieben von Unternehmen, die ihr im Vorfeld schon hier reingegeben habt. Ihr habt natürlich in der langen Pause über den Sommer, über den Herbst hinweg auch fleißig Fragen reingegeben, eingestellt. Und die habe ich natürlich auch mitgenommen. Ansonsten nochmal natürlich vielen, vielen Dank für die ganzen Rückfragen, auch bezüglich meiner Person. Mir geht's gut. Ich hatte gesundheitlich nichts. Mir ging es wirklich insgesamt dahingehend gut. Und toi, 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 Klopf auf Holz. Hoffentlich bleibt das auch so. Also von daher war das, wie gesagt, rein organisatorisch an der Tour begründet. So, ich würde vorschlagen, ich lege los, bin ein bisschen spät dran. Und wir gucken uns als erstes einfach mal den DAX an. Und da ist ja doch sehr, 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 sehr viel passiert in den letzten Monaten, kann man schon fast sagen. Ihr seht, wir sind momentan bei 15.100 Punkten. Ich mache den Chart mal ein bisschen größer, damit man sieht eben, wie die aktuelle Situation ist. Und da muss ich sagen, es hat sich tatsächlich sehr viel geändert. Also ich war ja nicht, ja, wie soll man sagen, nicht wirklich bullisch gewesen jetzt für den Sommer und den Herbst hinein. Im Herbst hatte ich schon damals auch darauf hingewiesen, dass einfach die Gefahr einer möglichen Korrektur durchaus gegeben ist. Gerade September, Oktober sind so klassische Börsenmonate, wo einfach die Zahlen vom dritten Quartal reinkommen, wo einfach viele Dinge sich entladen, die über den Sommer dann sich aufgestaut haben und dann, wenn sozusagen die Marktteilnehmer wieder zurückkommen zum Jahresende, tatsächlich dann auch oftmals in fallende Kurse erstmal sich darstellen und zum Jahresende hin dann oftmals die Möglichkeit gegeben ist, dass wir dann wieder steigende Kurse sehen, weil dann natürlich der Blick in Richtung 2024 gerichtet ist, weil dann auch die Zahlen zum vierten Quartal im Endeffekt sich abzeichnen. Und oftmals das vierte Quartal tatsächlich bei vielen Branchen, außer in der Reisebranche, eigentlich das beste Quartal ist oder beziehungsweise oftmals ein sehr, sehr starkes Quartal mit dem ersten Quartal zusammen, sodass hier Investoren dann eben auch schon so eine bessere Indikation haben, wie es halt insgesamt läuft. Jetzt mal auf den DAX zurückgesehen oder betrachtet, sieht man hier diese doch sehr, sehr starke Abwärtsbewegung eben seit Juli, August, also quasi mit unserer Sommerpause hier hat auch der DAX so ein bisschen die Flügel hängen lassen. Und ist entsprechend jetzt wieder zurückgekommen auf dem Niveau von 15.000 Punkten. Ich glaube, wir bekommen hier wirklich noch einige unschöne, ruppigere Zeiten und werden entsprechend dann hier auch vielleicht auch nochmal das Niveau von 15.000 Punkten zumindest in den nächsten Wochen durchaus durchstoßen können und durchlaufen. Was jetzt nicht heißt, dass wir wirklich crashartig in irgendeine Richtung hier 14.000 Punkte oder sowas fallen müssen, aber es heißt einfach, dass momentan viele Investoren sehr, sehr vorsichtig sind. Wir haben das Inflationsthema, wir haben das Zinsthema. Renditen an den Anleihemärkten sind momentan attraktiv wieder für viele Investoren. Die sagen dann eben, warum soll ich mich da im Aktienmarkt tummeln und ein Risiko, ein unternehmerisches Risiko ja auch nehmen, wenn ich mittlerweile an den Anleihemärkten 4,5-5% Zinsen bekomme und dahingehend dann quasi in Anführungsstrichen risikolos unterwegs bin. Da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Wir gucken uns ja das dann im Teil 2 bei den Einflussfaktoren nochmal an. Gucken wir mal nach Amerika, die Situation ein bisschen anders aus. Im DAX, wie gesagt, die größere Korrektur in Amerika ist mal wieder ein kleiner Vorlauf gewesen. Das heißt, wir haben hier tatsächlich in den letzten Tagen, und das war eben auch mal wieder der US-Notenbank geschuldet, einen Vorlauf, eine positive Trendrichtung, Trendwechsel gesehen bei den amerikanischen
Unternehmen und ich mache hier mal den Chart ein bisschen größer, mache den Einjahreschart oder zumindest mal den Fünfjahreschart rein, dann seht ihr, wo wir hier sind. Das ist eine unschöne Situation generell mal langfristig. Das heißt, wir sehen hier aus 2012 dieses Top, was in den letzten jetzt Monaten nicht mehr bestätigt wurde. Das heißt, wir haben hier so ein Abdrehen gesehen. Jetzt zoome ich mal ein bisschen mehr rein, damit man sich das Ganze mal auf dem kürzeren Zeithorizont ansieht. Hier ähnliche Situationen wie im DAX. Das heißt, wir haben hier einen sehr ausgeprägten Abwärtstrend. Aber das meine ich hier, dass wir eben hier zumindest in den letzten Tagen eine Aufwärtsbewegung gesehen haben. Hier von 4.220 Punkten konnte der S&P 500 durchaus 4-5% wieder gut machen und ist wieder bei 4.320 Punkten angekommen. Heute halt dieser größere Rücksetzer wieder eben aufgrund der Querelen bzw. der Auseinandersetzung im Nahen Osten zwischen Israel und Palästina bzw. der Hamas. Und das sind natürlich momentan Störfaktoren, die einfach natürlich auch den Marktteilnehmern aufzeigen, ja, wie viel Risiken einfach in den Märkten noch vorhanden ist, wie schwierig es natürlich auch ist, hier wirklich die Gemengelage richtig einschätzen zu können, weil sich das natürlich, diese Konfliktsituation auf den Energieträgermarkt übertragen lässt. Die Preise steigen wieder, wir haben wieder das Inflationsthema, wir haben wieder die Zinsängste, die zurückkommen. Da merkt man, momentan ist wirklich dieses Dreigestirn Inflationsdynamik, Zinsdynamik bzw. Zinsanstieg. Sind wir am Top? Ja, nein, weiß nicht. Und natürlich dann weiterhin die daraus folgende konjunkturelle Situation. Das heißt, wirkt dieses ganze vorherige Doppelpack, also Inflation plus Zinspolitik, dann vielleicht die Konjunktur ab, was machen die Unternehmen mit den Gewinnen, wie können die damit umgehen und so weiter und so fort. Das sind momentan diese drei Stellgrößen, die die Marktteilnehmer momentan versuchen einzupreisen und das ist halt relativ komplex, relativ schwierig, weil wir zum Beispiel gerade, wenn wir uns den S&P 500 nochmal ansehen, hier einen unheimlich hohen Anteil eben an Technologiewerten halt auch haben, die in der letzten Zeit gerade eben hier diese Aufwärtsbewegung in den ersten Monaten 2023 natürlich maßgeblich mit vorangetrieben haben. Das heißt, wir haben die Apples, die Amazons, die Microsofts dieser Welt, die Teslas, die eben hier wirklich extrem Drive reingebracht haben und einfach im Endeffekt dann dafür gesorgt haben, dass hier dieser Aufwärtstrend entstanden ist. So, als nächstes gucke ich gerne mal auf den Nasdaq 100, das liegt ja nahe. Ich habe gerade schon gesagt, die Technologiewerte waren ja die maßgeblichen Unternehmen, die eben in den USA den S&P 500 nach oben getrieben haben und jetzt also natürlich hier dann in dem technologielastigen Index Nasdaq 100 noch besser darstellbar. Da sieht man eben schon, dass natürlich eine größere Abkopplung stattfindet. Das heißt, wenn man sich den S&P 500 ansieht, dann sieht man, dass der ein bisschen stärker zurückgelaufen ist. Der Nasdaq hält sich eigentlich verhältnismäßig in Anführungsstrichen gut noch. Wenn man also sieht, dass wir hier eben eher eine Abwärtsbewegung haben, die ein bisschen abgeflachter ist. Ja, die ist durchaus erkennbar, aber man merkt auch hier, dass schon so eine leichte Entdynamisierung des Abwärtstrends stattfindet. Man hat es gerade gesehen. Ich kann ja mal gucken, ob ich hier den S&P 500 nochmal mit reinnehmen kann. Das wäre ja mal ganz spannend. Da müsste man eigentlich sehen, dass der S&P 500 eine Underperformance gegenüber, genau. Also gut, na klar, insgesamt sowieso schon, aber man kennt auch hier, dass sozusagen der Abwärtstrend, gerade eben was dieses zweite Tief hier angeht, ausgeprägter ist im S&P 500 als eben hier bei den Technologiewerten. Also hier ist tatsächlich eine eher entdynamisierende Situation zu finden, währenddessen hier beim S&P 500 eine ganz klare abwärtsgerichtete Situation zu sehen ist. Woher kommt es? Na klar, der S&P 500 hat viele, viele Branchen noch drin. Technologie hat eher den dämpfenden Charakter. Würde man die rausrechnen, würde der S&P 500 wesentlich stärker im Minus sein, wesentlich stärker underperformen, weil eben die Chemie, weil eben die ganzen zyklischen Branchen, Automotive, Maschinenbau etc. pp., die laufen halt auch in den USA nicht. Wir haben auch teilweise eben viele Einzelhändler, wir haben Banken und Finanzsektor momentan auch so ein bisschen diesen Endzyklus eben durch den Zinsanstieg, der vorher stattgefunden hat. Das sehen wir momentan so ein bisschen eher eine abschwächende Tendenz. Also alles Erscheinungen, die eigentlich klassischerweise dann auftreten, wenn die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass in einer Volkswirtschaft, in diesem Fall in den USA, mit einer Rezession zu rechnen ist. Das kann man ganz klar sagen. Das sieht man halt auch im S&P 500. Der Technologieindex kann sich dem Ganzen so ein bisschen entziehen. Das hat halt damit zu tun, weil die Technologiewerte international tätig sind. Das heißt, die haben zwar ihren Sitz in den USA, agieren aber in Europa, in Asien und in den USA. Das heißt, selbst wenn in den USA eine Nachfrageschwäche vorherrscht, kann man das eben als Technologiekonzern in Europa und in Asien auffangen, sodass im Endeffekt die Situation sich komplett anders darstellt. Das vielleicht mal so ein bisschen auch zur Erklärung, warum Technologiewerte sich von den allgemeinen Trend abkoppeln können und so ein bisschen in Anführungsstrichen besser dastehen als eben die Alt-Economy-Werte. Gucken wir als zweites mal auf die Einflussfaktoren. Da habe ich schon gesagt, wir gucken uns auf jeden Fall, das müssen wir ja praktischerweise schon machen, den Euro, ups, was hier,
den Euro zum US-Dollar an. So. Und Moment. Das ist nämlich ganz spannend, weil man da ganz gut sieht, dass ja, wie die Marktteilnehmer sich zu oder in Richtung eben europäischer Aktien positionieren. Und da sieht es eben so aus, dass man eben hier wirklich annimmt, dass die europäische Konjunktur insgesamt eine andere, eine schlechtere darstellt als in den USA. Man nimmt also daher an, dass zumindest mal die Tendenz oder beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass eben in Europa eine ausgeprägte Rezession eintreten könnte, größer ist als in den USA. Das sieht man ganz klar, wenn man sich das mal längerfristig ansieht. Ich hatte vor der Sommerpause gesagt, dass ich erwarte, dass der Euro zum US-Dollar durchaus nochmal in den Bereich 1,10, 1,12 ansteigen kann. Das hat er auch dann bilderbuchartig hier tatsächlich gemacht. Und seitdem ist halt sozusagen der Euro im Rückwärtsgang und der US-Dollar kam wieder zurück zu seiner alten Stärke. Und das kam eben dadurch, dass eben ein sehr, sehr starker Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Das heißt, die Denkweise bei den Investoren in Richtung Konjunkturerholung in Europa und natürlich auch generell der Zinspolitik EZB, US-Fed ist hier auseinandergedriftet. Das heißt, dadurch, dass die Konjunkturerwartung für Europa, für europäische Unternehmen eher schwächer ist, hat man eben auch angenommen, dass die EZB nicht mehr so stark an der Zinsschraube drehen wird. Das lastet natürlich auf den Euro, weil im Gegensatz dazu, die sich die amerikanische Konjunktur als sehr robust zumindest darstellt, oder man erwartet zumindest, dass selbst wenn jetzt mal ein Rücksetzer kommt, dieser Rücksetzer kurzfristiger Natur sein wird und dadurch eine schnellere Konjunkturbewegung, Belebung wieder stattfinden wird. Die US-Fed ist auch vom Zinstrend her wesentlich weiter und weiter vorangeschritten und auch höher. Das heißt, man bekommt also in US-Dollar-Anlagen eine höhere Rendite als in Euro-Anlagen plus eben diese Erwartung der Konjunktur. Führt eben dazu, dass eben der US-Dollar eine Stärke ausgebildet hat zum Euro, die man hier eben sehr gut im Chart sehen kann und die sich eben dann erstmal dahingehend wirklich auch tendenziell verstärkt hat mit jeder Nachricht, die eben dahingehend Beweis war eben für eine schwächere Konjunktur in Europa, ging es sozusagen mit dem Euro weiter zurück. Also das so ein bisschen diese Doppelpackung auch hier, die wirkt. Das heißt, Zinspolitik von den Notenbanken EZB und US-Fed plus natürlich der Konjunkturerwartung, sprich wie geht es in Europa, wie geht es hier natürlich auch mit Deutschland, Frankreich und so weiter entsprechend weiter. Gucken wir als zweites mal auf Gold, das finde ich nämlich extrem spannend. Gold ja immer so ein bisschen als, wie soll man sagen, ja, Safe Haven, also oder sicherer Hafen für die Inflationsthematik, für natürlich auch Krisensituationen, die sich eben darstellen. Und da fand ich ganz spannend, dass Gold sich eigentlich wirklich relativ lang auf einem hohen Niveau halten konnte. Wir schauen uns gleich das mal hier im entsprechenden Chart mal an. Und das ist ganz spannend, dass nämlich die größere Rückbewegung, also rückwärts gerichtete Bewegung, tatsächlich erst in den letzten Wochen erfolgt ist. Und das zeigt also, wie wir hier diese Auflösung haben der Inflationserwartung von den Marktteilnehmern, dass man eben davon ausgeht, dass die große Inflationsdynamik erstmal aus den Märkten draußen ist und dass das eben auch eine Zeit gedauert hat. Das heißt also hier, diese doch sehr ausgeprägte Seitwärtsbewegung eben im Gold, zeigt sich hier sehr gut, aber man sieht auch schon, dass da so ein bisschen die Kraft immer wieder aus den Aufwärtsbewegungen rausgegangen ist und dass wirklich die Goldbullen tendenziell hier dann immer mehr in den Rückhalt gedrängt wurden und hier dann zuletzt eben dieser größere Abverkauf, der zum einen damit zu tun hat, dass eben der US-Dollar eben an Stärke gewonnen hat international durch die gerade erwähnten Aspekte, die da einfach eine wesentliche Rolle spielen, weil man sieht hier eine negative Korrelation eben US-Dollar-Stärke zur Gold-Schwäche. Das heißt, je stärker der US-Dollar wird, desto mehr drückt das auf die Goldbewegung und andersrum. Also diese Korrelation oder negative Korrelation, je nachdem, wie man es betrachten will, die ist tatsächlich vorhanden. Und wir haben natürlich den Punkt, dass einfach genau die Inflationserwartung immer mehr ausgepreist wird. Also auch hier sind viele Marktteilnehmer einfach momentan dabei, dass man sagt, hey, ich habe ein hohes Zinsniveau in den USA. Ich gehe davon aus, dass praktisch keine Inflationsdynamik erstmal wirklich in dieser Form mehr stattfindet, wie wir sie in den ersten Monaten gesehen haben. Das heißt, ich habe dann hier mit Edelmetall einfach ein Asset liegen, was mir keine laufende Verzinsung, keine Ausschüttung in irgendeiner Form gibt. Und ich habe eben das latente Risiko, dass genau das, was man jetzt eben sieht, die Inflation einfach rückläufig ist und dadurch immer mehr Goldbullen einfach von dem Waggon abspringen und ich dann sozusagen als Letzter da sitzen bleibe. Und genau die Situation sieht man gerade im Gold. Das heißt, hier sind eben zuletzt eben sehr, sehr viele Verkäufe oder viele eben Goldbestände herausgegeben worden. Und ich denke, das ist eben auch kategorisch, beziehungsweise das sieht man eben sehr, sehr gut daran,
dass eben hier, ja, wie gesagt, so ein bisschen diese Panik oder diese Inflationsansicht aus den Märkten rausgeht. Gucken wir uns das nächste Asset an, ganz wichtig, Brent Crude Oil, exemplarisch für die Rohstoffe im Energieträgerbereich. Da hat es nämlich wirklich in den letzten Monaten, da könnte ich jetzt praktisch schon eine ganze Sondersendung drüber machen, sehr, sehr viele neue Ereignisse gegeben. Ihr seht es hier praktisch mit der Sommerpause, sehr gut erkennbar, ich mache den Chart ein bisschen größer, ist sozusagen hier der Ölpreis buchstäblich durch die Decke gegangen. Hier auch nochmal so ein bisschen der Hinweis, die Marktteilnehmer insgesamt können eigentlich mal ganz gut leben, so mit dem Niveau 80 bis 85 US-Dollar. Das ist so diese Zielgröße, wo man sagen kann, ja, sowohl die Produzenten als auch natürlich die Ölförderunternehmen kommen mit dieser Größenordnung, mit diesem Preisniveau ganz gut klar. Die einen verdienen gut, die anderen können das noch bezahlen. Das sind eigentlich alles Kursniveaus bzw. Notierungsniveaus, mit denen die Marktteilnehmer ganz gut klar gehen. Alles, was gerade drüber gehen, drückt tatsächlich auf dann entsprechend der Konjunktur. Jeweils in Europa oder natürlich in den größeren Volkswirtschaften, alles was da drunter ist, drückt dann natürlich auch auf die Margen von den Ölfirmen. Und das ist auch ganz interessant, weil das natürlich auch mal wieder eine Frage oder eine Situation ist, die reinkommt. Das heißt dann, ab welchem Niveau wird es wirklich kritisch? Und da kann man sagen, eigentlich erst, wenn über einen längeren Zeitraum, das ist ganz wichtig, wir reden also nicht hier über Peak-Bewegung, sondern wirklich über ein Niveau, was ganz lange gehalten werden kann, im Bereich von 110, 120 US-Dollar, kann man wirklich sagen, da sieht man das dann auch, perspektivisch, je länger das ist, desto stärker sind dann eben auch die Auswirkungen auf die Konjunkturleistung. Man kann es im Bruttoinlandsprodukt dann später tatsächlich sehen, weil einfach die Produkte insgesamt, also die Rohstoffseite zu teuer wird, Margen sinken und so weiter und so fort. Die Produkte werden insgesamt dann eben unattraktiver und da hat man eben diese Effekte. Was wir hier sehen, ist natürlich auch wieder klassisch politisch motiviert. Wir hatten einige Zusammenschlüsse in der Vergangenheit, beziehungsweise zumindest mal verbal von OPEC Plus mit Russland. Saudi-Arabien hatte sich halt auf die Seite von Russland auch mit so ein bisschen positioniert. Hier muss man immer vorsichtig sein, auch von den Formulierungen. Aber zumindest mal hatte man eben auch durch Produktionskürzungen und so weiter im Endeffekt dafür gesorgt, dass eben der Ölpreis eben von diesem Niveau hier 75 US-Dollar eben doch sehr, sehr stark auch angestiegen ist. Bis zuletzt auf 95 US-Dollar, dann eben diese größere Korrektur, die eben hier ersichtlich war. Und das hat eben wirklich auch damit zu tun, weil natürlich dann hier auch irgendwann die Frage ist, wir haben eine angeschlagene Konjunktur insgesamt in Europa, China läuft nicht so richtig, Nordamerika ist auch eher so wankelmütig. Das heißt, kommt überhaupt die große Nachfrage nach Öl? Das heißt, werden die Unternehmen aus den entsprechenden Volkswirtschaften Öl als Schmierstoff der Wirtschaft sozusagen nachfragen oder kommt hier auch ein Nachfragerückgang, der sich dann natürlich bei den Preisnotierungen entsprechend dann bemerkbar macht? Und das ist die Situation, die wir momentan sehen. Also auch da spielt natürlich die Konjunkturerwartung eine Rolle, politische Aspekte spielen eine Rolle, so wie man es heute sieht. Der Ölpreisanstieg hier von gut 3,5 oder 4%, genau sind wir jetzt, hat natürlich damit zu tun, dass man einfach annimmt, dass die angespannte Situation im Nahen Osten einfach dazu führen kann, dass natürlich sich das Ganze auf den Energieträgermärkten, auf den Ölmärkten entladen kann, dass also hier und da Ölmengen entsprechend nicht abrufbar sind, weil eben irgendwelche Seestraßen gesperrt sind, Pipelines entsprechend vielleicht nicht mehr so richtig funktionieren oder wie auch immer vorsichtshalber abgestellt werden. Das sind alles Dinge, das sieht man, wie schnell die Börse da halt auch reagiert. So, ich reagiere auch schnell. Gucke mal ganz gut hier, ganz schnell hier rein, ganz gut, ja. Schnell rein, was ihr mir für Fragen reingestellt habt. Und dann geht das auch schon weiter. So, genau. Und zwar, wir legen mal los. Ich nehme mal ein paar Fragen aus dem Chat ran, nehme ein paar Fragen aus den vorherigen Sendungen. Wie gesagt, hier nochmal der Hinweis, wenn ihr irgendein Unternehmen gerne für die kommenden Sendungen, für den Mittwoch oder für den Donnerstag entsprechend besprochen haben wollt, schreibt mir das in die Kommentarzeile rein. Dann entsprechend versuche ich da diese Frage mit in die kommende Sendung mit reinzunehmen. Ansonsten habt ihr natürlich jetzt auch die Möglichkeit, im Chat zu machen. Sollte aber irgendeine Frage hier jetzt nicht rankommen, dann gerne auch in die Kommentarzeile, wie gesagt, reinschreiben, welche Unternehmen ich für die nächste Sendung mitnehmen kann, damit das sozusagen dann langanhaltend bleibt und ich das im Endeffekt besser rausfiltern kann. So, nehmen wir gleich mal eins raus. Wir können ruhig mal auf Carnival reingehen. Finde ich ganz spannend. Die Situation bei Carnival. Auch hier hatte ich gerade zum Jahresende letzten Jahres und zum Jahresanfang diesen Jahres darauf hingewiesen, dass ich die eigentlich ganz interessant finde, die Carnival-Aktie. Kreuzfahrtunternehmen, Reisebranche könnte wieder an Fahrt gewinnen. Meines Erachtens dürfte das auch so ein bisschen passiert sein. Genau, man sieht es hier. Das heißt, ja, der Aktienkurs ist ganz gut angesprungen. Moment, ich gehe mal nach London.
Und hat sich hier zumindest mal bis zur Mitte des Jahres vom Aktienkursverlauf ganz gut entwickelt. Ganz wichtig ist, genau, guckt man sich das Ganze perspektivisch an, sind wir immer noch eigentlich ganz dicht am Bodensatz. Das heißt, hier ist nicht wirklich viel passiert. Man ist also wirklich von diesem ausgebombten Niveau wieder etwas angestiegen. Das Problem momentan bei Carnival, warum eben dieser Rücklauf momentan ist, es zum einen, dass natürlich dieser Kursanstieg insgesamt von der technischen Natur zu schnell passiert ist. Das heißt, wir sehen eine klassische Konsolidierung, die sich hier beschleunigt hat. Warum legt ihr einen Ölpreis drüber? Werdet ihr es ganz schnell sehen. Die ganzen Kreuzfahrtschiffe werden natürlich mit Dieselmotoren entsprechend angetrieben. Die brauchen dann natürlich die alten fossilen Brennstoffe, wenn man es so will. Die sind teurer geworden. Das heißt, das ist genau die Ausgangssituation, drückt dann natürlich auch auf die Margen von den Betreibern. Das heißt, wenn man zum Jahresanfang oder zur Jahresmitte noch 75 US-Dollar pro Barrel Öl bezahlen musste und jetzt dann eben bei 95 gelandet ist, heißt das natürlich, dass das entsprechend eben weniger Marge für die Kreuzfahrtbetreiber dann auch ist. Das Zweite ist, dass bei Carnival so ein bisschen auch dann gegengelaufen ist, dass natürlich diese ganze Klimadiskussion insgesamt dafür Sorge getragen hat, dass einfach ein anderes Bewusstsein bei Reisenden eingetreten ist. Das heißt, man hat sich natürlich auch Gedanken gemacht und gesagt, okay, wenn ich auf so einem Kreuzfahrtschiff bin, die ballern da unheimlich viel entsprechend Diesel oder Kerosin eben aus ihren Motoren raus. Und das ist natürlich auch eine Umweltfrage. Möchte ich das nicht? Also diese ökologische Herangehensweise beim Thema Reisen, beim Thema Tourismus ist eben auch bei den Kreuzfahrtgesellschaften gelandet und hat einfach dafür gesorgt, dass viele vielleicht die ein oder andere Kreuzfahrt nicht angetreten sind. Ganz spannend, was ich aber momentan so feststelle, ist, dass viele jüngere Menschen, also ja, die man jetzt gar nicht zutrauen würde, dass tatsächlich da eine Kreuzfahrt irgendwie mal anstehen würde, viele Kreuzfahrten gemacht haben. Das finde ich ganz spannend. Das heißt, man sieht hier auch einen Wechsel der Benutzergruppen. Früher hat man sich immer eher so vorgestellt, dass so 70 plus eher die klassischen Kreuzfahrer sind. Aber jetzt sieht es eben so aus, dass eben auch wirklich jüngere Menschen dann eben im Mittelmeer rumschippern, da dann auch mit ihren Kindern entsprechend an Bord sind und diese Reisemöglichkeit einfach nutzen. Ich denke, bei Carnival, dann braucht man etwas Zeit. Das ist tatsächlich ein Investment, wo immer wieder auch abgeschätzt wird. Ja, die haben einen relativ hohen Schuldenstand, 30 Milliarden haben die in den Büchern, schaffen es aber eigentlich momentan durch die bisher, was man gesehen hat, in diesem Jahr, diesen Schuldendienst auch noch begleichen zu können. Das heißt, hier muss man natürlich gucken, wie entwickelt sich das Geschäft zukünftig. Es ist aber erstmal so ein kleines Damoklesschwert, was einfach über dem Unternehmen natürlich schwebt. Auf der anderen Seite ist das Unternehmen aber wirklich fest im Sattel im Bereich der Reisebranche und im Bereich des Kreuzfahrttourismus und wird davon auch profitieren, dass genau das, was ich gerade angesprochen habe, das heißt, die Kreuzfahrtschiffe insgesamt oder eben das Reiseerlebnis durch eine Kreuzfahrt tatsächlich auch in Zukunft weiterhin ein Interesse eben haben wird und auch so eine Art Grundrauschen einfach hat, dass halt viele sagen, ich mache das trotzdem, ich habe das in den letzten Jahren immer gemacht und möchte das in Zukunft auch weitermachen. Und dieser Aspekt wird auch bei den Unternehmen durchschlagen. Was ich nicht sehe bei den Unternehmen, ist, dass wir hier wirklich einen relativ schnellen Ansprung oder einen sehr, sehr schnellen Anstieg im operativen Geschäft sehen. Ich glaube, das wird etwas dauern, aber eben perspektivisch sehe ich hier wirklich durchaus Chancen, dass wir eine Bodenbildung jetzt gesehen haben könnten und dass man dann in Zukunft auch wieder, zumindest mal im operativen Geschäft, natürlich wieder durchaus besser abschneiden wird. Ob das sich dann und wie sich das vor allen Dingen in den Aktienkursenentwicklungen darstellt, das kann man momentan wirklich schwierig abschätzen, weil natürlich auf der einen Seite der Schuldendienst ganz wichtig ist. Das heißt, wie refinanzieren die sich, wie lange sind die gebunden, also was hat man eben entsprechend für fixe Zinsen und festmachen können. Und das sind alles Aspekte, die einfach noch mit reinspielen. Das sollte man im Hinterkopf behalten und unbedingt natürlich auch beobachten, wenn man eben die zukünftigen Ergebnisse und Geschäftsberichte von Carnival dann sehen kann oder sehen wird. Insgesamt glaube ich aber vom Operativen her ist die Ausgangssituation so, dass man vom Schlimmsten her zumindest mal oder aus dem Tal der Tränen so langsam eben rauskommt, aber man braucht eben Zeit. Also es wird nicht so sein, aus meiner aktuellen Sicht heraus, dass wir im nächsten Jahr wieder in den alten Höchstständen, ich kann ja nur meinen Chart hier einblenden, sehen werden, sondern es wird eher eine eher längerfristige Reise sein, wenn man so will, da wahrscheinlich eher eine Atlantiküberquerung mit anschließender Pazifikdurchkreuzung, so ungefähr. Also ich glaube nicht, dass wir wieder auf diesem Niveau 2019, 2020 im kommenden Jahr sein werden, sondern es wird wirklich einige Jahre brauchen, ehe wir da wieder hinkommen. So, dann gucken wir mal. Genau, einige Experten halten Öl noch für die nächsten Jahre bullischen Erneuerbaren.
Wird auch so sein. Also ich gehöre genauso dazu. Ich glaube nicht, dass wir so schnell von den fossilen Brennstoffen, das sieht man ja zum Beispiel hier, also es wird einfach dauern, bis Carnival irgendeine andere Möglichkeiten finden wird, um eben solche Antriebstechnologien einfach eben unabhängiger von fossilen Brennstoffen oder den klassischen Energieträgern aus dem fossilen Brennstoffbereich einfach eben loslösen zu können. Das ist ein schönes Beispiel dafür. Auf der anderen Seite, Pharmazie. In vielen Bereichen der Plastikherstellung. Plastik ist eben noch omnipräsent. Überall, ob das Gehäuse von irgendwelchen Electronic Devices oder irgendwelchen elektronischen Geräten sind, ob das Fenster, was weiß ich, also man kann es nehmen, wie man will. Überall ist Plastik, überall wird für Plastik entsprechend dann auch noch größtenteils Erdöl benutzt, beziehungsweise aus der Petrochemie die entsprechenden Produkte. Und demzufolge ist tatsächlich hier noch eine latente Nachfrage da. Also wer hier wirklich in den letzten beiden Jahren gedacht hat, Öl wird überhaupt keine Rolle mehr spielen bis 2023, 2024, der hat sich den Finger geschnitten. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Das sehe ich genauso. So, gucken wir mal weiter. Ja, Samsung SDI, Mega-Unternehmen, gucke ich gerne mal rein. Aus meiner Sicht heraus, wenn man im Speichermedium eben unterwegs sein will, gehört Samsung SDI nach wie vor zu dem Top-Unternehmen. Das kann man gar nicht anders sagen. Die Koreaner haben wirklich extrem viel richtig gemacht. Das kann man gar nicht anders sagen. Es gibt Studien, die sagen, dass alleine südkoreanische Akkumulatoren und eben Batteriehersteller im kommenden Jahr, beziehungsweise in den kommenden Jahren bis 2027 war das, glaube ich, 50%, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 50% des amerikanischen Akkumarktes im Bereich der Electronic Vehicle eben einnehmen werden. Und dazu zählten, wie gesagt, nicht nur Samsung SDI, auch andere koreanische Unternehmen wie eine LG Chem, die aber hier erstmal ja zweitrangig sind. Wir reden ja über Samsung SDI, aber Samsung SDI hat sich einfach wirklich gut positioniert. Was sehen wir hier momentan? Wir sehen genau die Konjunkturerwartung rückläufig, das heißt Automobilindustrie verkauft weniger Autos. Das schlägt sich natürlich dann auch in den weniger nachgefragten Akkus für die Autos nieder und dann natürlich auch in den Geschäftsmodell bei Samsung SDI. Das heißt aber nicht, dass Samsung SDI ein schlechtes Unternehmen ist. Das heißt einfach nur, dass eben hier entsprechend dann momentan mit rückläufigeren operativen Geschäftstätigkeiten gerechnet wird. Und man darf aber auch nicht vergessen, Samsung SDI stellt halt nicht nur Akkus für Autos her, sondern die sind eben im Bereich der Wearables, also ob es die kleinen Kopfhörer sind, irgendwelche Uhren, Smartphones und so weiter, wirklich in diesem Bereich ganz, ganz fest im Sattel. Im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Unternehmen, die in dem Bereich einfach das nicht geschafft haben, ist wirklich Samsung SDI, kann man wirklich aus der aktuellen Situation ganz klar sagen, ein ganz klassischer Vorreiter, ein First Mover in vielen Bereichen, gute Kooperation gemacht. Das heißt nicht, dass man natürlich hier irgendwelche Verluste aussitzen sollte, wenn man die Aktien gekauft hat. Das ist ganz wichtig. Man muss immer mit Stop-Loss arbeiten. Man muss vorher immer sein Risiko begrenzen. Was aber einfach für mich ganz wichtig ist, dass Samsung SDI einfach auch ein Unternehmen ist, wo man perspektivisch längerfristig dabei bleiben sollte. Man würde sich dann sonst ärgern, wenn man einfach frühzeitig die Aktien verkauft. Und ich rede hier davon, nehmen wir mal an, man hat die Aktien, wir können es gerne nochmal den Chart ansehen. Zum Beispiel hier im Jahr 2019, weiß ich, bei 40 Euro oder sowas gekauft, umgerechnet. Dann ist es eben natürlich, kann man versuchen zu zocken oder dergleichen und hier irgendwo in diesen Bereichen da mal ein paar Gewinne mitnehmen. Aber man sieht halt ja auch immer wieder, dass die Aktien auch sehr stark wieder zurücklaufen. Das heißt, nach eben einem größeren Abverkauf oftmals auch wieder dann natürlich diese Spitzen einfach entstehen. Und das hat einfach damit zu tun, weil eben die Positionierung so gut ist. Aber eben man kann sich nicht von den Zyklen einfach frei machen. Das heißt, hier muss man langfristig denken. Und wenn man sich zum Beispiel einen Apple-Chart gerade am Anfang dieser gigantischen Aufwärtsbewegung ansieht, sieht man Ähnliches. Das heißt, man hat oftmals einfach Bewegungen drin, dass natürlich dann ja Markteinflüsse bei solchen Unternehmen eine Rolle spielen. Nach wie vor bleibe ich dabei. Samsung SDI ist ein Top-Unternehmen, super aufgestellt, operativ wirklich. Kann man gar nicht anders formulieren, wirklich top, gutes Management und vor allen Dingen, wie gesagt, was ich ganz spannend finde, ist diese Marktdominanz in den USA. Und USA bleibt hinter China der wichtigste Autoabsatzmarkt global und wird natürlich dementsprechend dann durch koreanische Unternehmen eben entsprechend bedient. Also das an dieser Stelle auch nochmal von mir. So. Okay. Ja, Taiwan Semiconductor gucke ich mir auch gerne, kann ich mir gerne mal ranschauen. Da gibt es einige Dinge, ja, die ganz spannend sind. Also zum einen ist es tatsächlich so, Taiwan,
So, jetzt muss ich mal gucken, die richtige Aktiengattung, genau. Zum einen ist es tatsächlich so, dass Taiwan Semiconductor natürlich auch ein Profiteur der zuletzt Hysterie im Bereich der Halbleiterindustrie durch die neue KI-Anwendung, AI. Das heißt, Nvidia hat hier natürlich so ein kleines Kursfeuerwerk einfach verursacht, wo ich denke, da ist einfach zu viel Optimismus auch mit eingepreist worden, der an dieser Stelle einfach fehl am Platz war. Die Unternehmen sind interessant, ja. Also eine Taiwan Semiconductor, wenn man im Halbleitersektor investiert sein will, wenn man sich auch durchaus natürlich dem politischen Risiko bewusst ist, das heißt die Problematik China-Taiwan, also wie dieser Konflikt auch irgendwann gelöst werden sollte. Nichtsdestotrotz bleibt es ein Konflikt. Nichtsdestotrotz ist es ein ganz klar latentes Risiko, wenn man in taiwanesischen Aktien entsprechend investiert oder natürlich auch in chinesischen Aktien, weil man nicht weiß, wie dann entsprechend die Weltbevölkerung bzw. die anderen Staaten natürlich auf solch einen Konflikt entsprechend dann sich einschließen werden bzw. da dann entsprechend reagieren werden. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Taiwan Semiconductor mit zu den größten und wichtigsten, und das ist ganz wichtig zu verstehen, Halbleiterproduzenten gehört. Das heißt, hier muss man wirklich ganz, ganz klar unterscheiden. Währenddessen zum Beispiel eine Nvidia, eine AMD, das sind Chip-Designer. Das heißt, die machen sich also wirklich Gedanken und sagen, okay, ich habe da, weiß ich, ein bestimmtes Device, irgendeine bestimmte Anwendung, die brauchen eben die und die Chip-Art. Das heißt, wir designen das Ding, wir machen uns Gedanken, wir setzen da wirklich den Gehirnschmalz rein und designen diesen und lassen diese Chips dann von Unternehmen wie zum Beispiel eine Taiwan Semiconductor entsprechend produzieren. So ist also Taiwan und so ist auch Taiwan Semiconductor groß geworden. Das heißt, man ist eigentlich quasi ein Unternehmen, was sich eben eine Expertise für die Produktion von Halbleitern erschaffen hat, aber ganz wichtig, eben kein Halbleiter-Designer in der wirklichen Urform entsprechend ist. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Das heißt, eigentlich ist man nur die Werkbank für diese ganzen Halbleiter. Und da kann natürlich auch jetzt momentan Folgendes passieren, dass natürlich auch die USA einfach gemerkt haben, oh, wir haben ja ein Klumpenrisiko. Das heißt, Taiwan Semiconductor hat so eine große Produktionsmarktmacht weltweit. Das heißt, wenn da wirklich mal ein Konflikt entsteht, dann stehen eben viele amerikanische Technologieunternehmen einfach mit runtergelassener Hose da und haben eben nicht die Möglichkeit, die haben dann zwar toll designte Chips, bekommen die aber nicht, weil entsprechend die Produktion in Taiwan läuft und weil entsprechend dort dann natürlich vielleicht nicht mehr die Möglichkeit besteht, die Chips entsprechend zu exportieren. Demzufolge haben jetzt eben die amerikanische Regierung, in Deutschland ist es ja auch so, dass man eben gesagt hat, wir haben das Risiko erkannt. Entweder Taiwan Semiconductor baut eben in dem entsprechenden Land, heißt in Europa, Deutschland, oder eben in den USA Manufakturen, also Fabriken, um dort die Chips zu produzieren. Oder was eben auch gemacht wurde, dass man natürlich gesagt hat, hey, ihr Intels, Texas Instruments und Infineons dieser Welt, baut ihr doch eigene Produktionsanlagen. Wir fördern das, weil wir erkannt haben, als Staat, als Land, dass hier ein gewisses Risiko vorherrscht und geben entsprechende Subventionen, Fördermittel, damit eben diese Fabriken entsprechend entstehen und man eben nicht mehr diese Problematik der Lieferkettenstörungen durch zum Beispiel einen möglichen Konflikt einfach hat. Das sind so ein bisschen die Punkte. Taiwan Semiconductor wird aber, denke ich mal, in den kommenden Jahren auf jeden Fall nochmal davon eben Abstrahleffekte sehen, dass natürlich die Nachfrage insgesamt einfach fortlaufend groß bleibt nach Halbleitern, die befriedigt werden muss und man nicht eben so schnell diesen Schwenk eben haben kann. Das heißt, man wird nicht so schnell erreichen, dass man sagt, man baut eben ganz schnell Fabriken in irgendwelchen anderen Ländern und kann das dann umswitchen. Hier sind einfach genau diese ganzen Produktions- und Lieferketten einfach so nahtlos ineinander, dass eben hier kein schneller Schwenk stattfindet. Aber ich glaube, dass die große Dynamik perspektivisch eben aufgrund der Sondersituation eben mit durch Taiwan etwas nachlassen wird. Aber Taiwan Semiconductor ist zumindest mal, wenn man eben im Bereich der Halbleiter unterwegs ist und eben auch im Produzierbereich, durchaus eine interessante, ich sage jetzt mal eher Depotbeimischung. Man hat hier ein bisschen den Charakter eines Emerging Market Investments, eben aufgrund der Tatsache, dass man eben hier ein taiwanesisches Unternehmen hat. Es ist aber nach wie vor ein gutes Unternehmen, weil man eben sehr fest im Sattel im Bereich der Produktion von Halbleitern sitzt. Aber wie gesagt, hier auch nochmal ganz klar zum Anfang hingewiesen, es ist kein Chip-Design-Unternehmen, sondern es ist wirklich ein produzierendes Unternehmen und das muss man immer auch im Hinterkopf behalten, weil einfach da sehr, sehr viel vermischt wird und man einfach merkt, dass da nicht so richtig unterschieden wird. So. Genau, das ist ja mal die Frage hier unten auch nochmal, vielleicht sollte man einen Titel kaufen, die gerade gut laufen und anstatt ein Schnäppchen. Das ist immer auch nochmal ein schöner Hinweis.
Weil im Endeffekt ist es so, Schnäppchen oder günstige Unternehmen gibt es an der Börse nicht. Das ist ganz klar. Das heißt, wie entsteht sowas? Dadurch, dass eben entsprechend Aktien abverkauft werden und der Kurs fällt, erscheinen Aktien oder Unternehmen dann auf einmal günstig. Das ist aber oftmals nicht der Fall, sondern da steckt ja was hinter. Also entweder das ist der allgemein übergeordnete Markttrend, der einfach dann natürlich auch viele Unternehmen ebenfalls abstrahlt, oder was natürlich oftmals ein Problem ist, dass einfach dann viele Investoren einfach einen sehr, sehr guten Markteinblick haben und einfach schon sehen, okay, hier könnte sich was anbahnen, hier könnte das operative Geschäft rückläufig sein, ich verkaufe meinen Bestand, dann wirkt das Ganze optisch günstig, weil man natürlich noch die alten Analystenempfehlungen und die alten Schätzungen entsprechend sieht und glaubt, dass das niedrige KGV sich dann entsprechend lohnenswert erscheint, aber oftmals relativiert sich das dann dadurch, dass eben genau diese Prognosen einkassiert werden und man dann auf einmal diesen Korrektur oder Bewertungsaufschlag oder Abschlag, je nachdem, aus den Aktien rauspreist mit einem Mal, und zwar natürlich mit der Berichterstattung. Und das ist immer so ein Problem, deswegen ist es tatsächlich so, immer eher in Aktien investieren, die eine relative Stärke in den Märkten haben, aber auch immer gucken, wenn man sowieso einen übergeordneten Abwärtstrend einfach in den Gesamtmärkten hat, dann ist es oftmals auch empfehlenswert, einfach an der Seitenlinie stehen zu bleiben. Daran ist noch keiner gestorben, dann kann man aber eher auch wirklich tolle Unternehmen, wo man einfach sagt, hey, die finde ich interessant, da legt man sich dann sozusagen einfach die auf die Watchlisten, guckt dann entsprechend, und wenn sich die Situation konjunktureller Natur oder eben auch zum Beispiel durch die Inflationsthematik oder Zinsthematik entsprechend ändert, dann kann man auch wieder entsprechend investieren. Man muss sich sowieso darauf einstellen, dass die kommenden Jahre nicht mehr so sein werden wie die vergangenen. Wir haben jetzt einen ganz, ganz schwerwiegenden Punkt im Markt, der mir auch ein bisschen unterrepräsentiert ist. Das heißt, wir haben wirklich das hohe Renditeniveau auf der Anleiheseite sorgt einfach dafür, dass wir extrem viele Umschichtungen aus den Aktienmärkten sehen werden, die in Richtung eben Anleihemärkte gehen. Und das sind die großen Kapitalsammelstellen, insbesondere Versicherungsunternehmen, Pensionskassen, die vielleicht in den letzten Jahren gesagt haben, okay, wir haben vorher noch nie ein Technologieunternehmen noch nicht mal mit der Kneifzange angefasst. Wir müssen jetzt aber in solche Unternehmen rein, weil wir einfach keine Renditen mehr bekommen, sind in die Aktienmärkte reingegangen und die fangen jetzt an zu sagen, okay, ich kriege jetzt wieder, habe einen Zinsfuß von 4,5%, das reicht mir auf die kommenden 10 Jahre. Das ist das, was ich brauche. Oftmals liegt das so im Bereich von 3,5%. Das heißt, alles, was mehr ist, ist Add-on, und zwar risikolos im Verhältnis. Das heißt, wenn man in Staatsanleihen reingeht und man bekommt diese Rendite, dann gibt es momentan einfach einen sehr, sehr großen Drang, dass viele Gelder aus den Aktienmärkten abgezogen werden, neu allokiert werden in den Anleihenmärkten und dieses Geld dann tatsächlich auch für die kommenden 5 bis 10 Jahre einfach, ich sage jetzt mal, weg sind aus den Aktienmärkten. Die werden dann angelegt. Die Renditen, die dort eben erzielt werden, das heißt durch die Ausschüttung, durch die Zinszahlungen, die müssen ja auch an den Kunden entsprechend wieder ausgezahlt werden und so weiter und so fort. Das sind alles Punkte, die sollte man wirklich im Hinterkopf behalten. Das heißt also, ich glaube nicht, dass wir wirklich sehr, sehr hinausschießenden neue Aktienrekorde sehen werden, sondern eher so ein bisschen eine kaugummiartige Situation, wo es wirklich sehr, sehr zäh wird. Klar, es wird einzelne Unternehmen geben, die einfach aufgrund ihrer Situation, aufgrund der Positionierung, aufgrund von Marktthemen einfach überperformen können. Aber insgesamt der Gesamtmarkt, der wird es tendenziell schwieriger haben. Deswegen ist auch ganz wichtig hier, was gerade geschrieben wurde, wenn man wirklich auf große oder beziehungsweise auf Titel setzen will, nimmt dann wirklich nur die wirklich eine relative Stärke haben, weil da ist einfach eine Story, da ist eine Equity-Story hinter, und das ist das, was die Unternehmen entsprechend natürlich auch oder beziehungsweise die Investoren einfach haben wollen. So, gucken wir mal. Es war noch eine Frage, Roche Novartis, die fand ich auch ganz spannend. Vergleichen tue ich die Unternehmen natürlich nicht, das kann man in der Form nicht. Ich versuche mal so ein bisschen darzustellen, was die beiden machen. Das sind natürlich zwei Schweizer Pharmaunternehmen, die ähnlich, witzigerweise auch in der gleichen Stadt in Basel ansässig sind. Und die beide im Pharmabereich eben unterwegs sind. Moment, ich muss hier die Swiss, genau. Und damit hört es dann nämlich auch schon eigentlich auf. Guckt man sich nämlich beide Aktienkursverläufe mal an. Ich pack die mal hier mit rein. Ich mache mir die Novartis hier mit rein. Dann sieht man sehr schnell, dass die Novartis sich zumindest im letzten Jahr besser darstellen konnte als die Roche. Novartis ist sozusagen ein bisschen seitwärts gelaufen. Genau, hier sieht man es sehr gut. Und die Roche haben eben an Kurswert verloren. Das ist aber ganz interessant. Das sagt nichts über den... Also hier in Gelb ist sozusagen Roche, in Blau sind die Novartis, der Novartis-Aktienkursverlauf. Das sagt aber nichts über die allgemeine Situation bei den Unternehmen operativer Natur aus. Das ist nämlich auch ganz spannend. Währenddessen nämlich Roche einen leichten Gewinn
oder Umsatzzuwachs von 1% verzeichnen konnte, hat die Novartis einen Umsatzrückgang von 2% verbuchen müssen für das vergangene Geschäftsjahr. Und was auch ganz spannend ist, dass die Roche eine vollere Produktpipeline und Präparate-Pipeline hat als die Novartis. Und das ist auch mal wieder ein Kritikpunkt, den viele Investoren in Richtung Novartis einfach absenden, dass die also sagen, hey, hier, ihr seid mir da so ein bisschen zu schwachbrustig aufgestellt. Aber was ganz spannend ist, man sieht es halt im Aktienkurs nicht. Woher kommt es her? Es kommt einfach daher, dass Roche natürlich dadurch, dass hier viel mehr Produkte einfach in der Pipeline sind, mit viel mehr Nachrichten aufwarten konnte, positiver als auch negativer Natur. Und das führt einfach dazu, dass man hier eine größere Volatilität in den Aktienkursen insgesamt sieht. Es bleibt aber eigentlich dabei, dass man sagen kann, Roche und Novartis sowohl sind halt zwei sehr, sehr große Schweizer Pharmaunternehmen, die beide eben in ihrer Positionierung eigentlich ganz gut darstellen, sind auch Marktschwergewichte im SMI, also im Swiss Market Index, gehört Roche und Novartis mit zu den größten Unternehmen der Vertreter dort und dadurch natürlich auch viele Investoren, institutionelle Investoren, die dort investieren. Ich denke, man muss hier halt wirklich sehen, was für ein Anlegertyp bin ich. Also bin ich eher jemand, der was Konservativeres sucht, also wirklich eher die sichere Bank, dann wahrscheinlich eher in Richtung Novartis schielend. Wenn man eher ein Investor ist, der halt auch auf Chancen setzen will, der sagt, okay, ich suche zwar ein defensives Investment, möchte aber sozusagen ein bisschen mehr Pfeffer auch in der Suppe haben, dann kann man natürlich auch mehr auf Roche setzen, weil hier natürlich auch die Wahrscheinlichkeit einfach da ist, dass eben diese prall gefüllte Produktpipeline irgendwann auch wieder mal ein Blockbuster-Präparat im Endeffekt dann hervorbringen kann und einfach da perspektivisch zumindest mal die Positionierung natürlich interessanter ist. Aber man sieht es halt im Aktienkursverlauf momentan, sieht die Roche eher schwächer oder ist die Roche eben tatsächlich schwächer als eine Novartis. Aber das ist wirklich auch eher so eine Geschmacksfrage, wie möchte ich mich als Investor positionieren. Beides sind eben zwei große und wichtige Pharmakonzerne insgesamt, das muss man halt natürlich auch wissen. Und aber wie gesagt, insgesamt die Ausgangssituation ist bei beiden verschieden. Novartis muss also hier gerade, was die Produktpipeline angeht, noch viel, viel nachbessern. Und das ist eben auch immer wieder ein Malus oder beziehungsweise ein Kritikpunkt von den Investoren. Gucken wir nochmal auf eine ganz interessante Frage, Vitesco Schaeffler. Da kam heute die Nachricht, dass Schaeffler Interesse daran hat, die Vitesco zu übernehmen. Das ist auch ganz spannend, da macht man so ein bisschen die Rolle rückwärts. Die Vitesco ist ja ein Spin-off aus der Continental AG und die Continental AG ist ja mal von der Schaeffler, zumindest war da ein Übernahmekampf und Schaeffler hält ja große Beteiligung noch an Continental. Jetzt will also Schaeffler sich die Vitesco einverleiben. Die Aktien haben heute reagiert, die waren vorhin, als ich geschaut hatte, bei 90,85 €. Also man ist an den, also sogar über den Übernahmepreis, 91 € will Schaeffler für Vitesco bieten. Man sieht es ja, die Kurshistorie nicht wirklich allzu lang. 2021 ist der Spin-off erfolgt. Da sind die Aktien erstmal rückläufig gewesen, klar. Durch die Situation eben international im Automotive-Sektor. Und hier sieht man dann eben diesen doch sehr strammen eben Kurserfolg in den letzten Wochen. Wie ist das Ganze einzuschätzen? Ich finde es ganz spannend. Also zum einen finde ich spannend, dass die Schaeffler hier wirklich einen proaktiven Part einfach in der aktuellen Situation, gerade eben auf der Jagdseite, auf der Konsolidierungsseite nimmt. Das ist ganz wichtig. Warum? Weil Unternehmen, die eben proaktiv solche Schwächephasen, wie wir sie momentan sehen, im Automotive-Sektor und gerade eben im Bereich der Zulieferer für sich nutzen, um eben Konkurrenten, die gut aufgestellt sind, zu übernehmen, positionieren sich automatisch fortfolgend für die kommenden Jahre einfach besser. Das kann man gar nicht anders sagen. Vitesco ist ein Spezialist im Bereich der Antriebstechnik und das ist ganz wichtig zu verstehen, warum Schaeffler hier in diesen Fokus rein will. Die Automobilzulieferer haben in den letzten Jahren ein ganz, ganz massives Problem dadurch bekommen, dass eben durch die Elektrifizierung von vielen Fahrzeugen sind es bis zu 20.000 Bauteile wirklich weggefallen. Deswegen sind viele Unternehmen, die sich nicht anpassen konnten, die zum Beispiel sehr stark spezialisiert waren im Bereich der Brennstoffmotoren oder im Bereich der Kupplung und entsprechend Getriebetechnologie, die sind einfach weggefegt worden, weil die neuen elektronischen Autos haben eben keine Kupplung mehr. Die haben nur noch eine Antriebstechnologie, die sozusagen die erzeugte Energie direkt auf die Räder überträgt und dadurch sozusagen den Wagen dann, je nachdem wie viel man eben aufs Pedal drückt, dann wie viel Strom man dann zuführt, desto schneller fährt der Wagen. So einfach ist das Ganze. Das heißt, man muss da gar nichts mehr schalten, da ist überhaupt keine große Übertragungstechnologie mehr hinter, die man dann früher bei den Brennstoffmotoren noch hatte. Und da sind einfach viele Zulieferunternehmen auf der Strecke geblieben. Vitesco hat sich aber bei dieser Antriebstechnologie
eben spezialisiert. Und das ist genau der Punkt, was ich ganz spannend finde, dass Schaeffler einfach sagt, hey, okay, wir müssen in dem Bereich uns weiter positionieren, im Bereich der Automobilzulieferer, und kaufen uns einfach die Expertise, diesen Spezialsektor eben ein, indem wir eben die Vitesco übernehmen und formeln dann daraus mit auch bestehenden Teilen aus dem Schaeffler-Konzern einen neuen Bereich eben im Automotive-Sektor, eben die Antriebstechnologie. Und das ist eben wirklich spannend, weil man damit eben sehr, sehr viele Skalierungseffekte bzw. Synergien schaffen kann, die dann eben natürlich dem Schaeffler-Konzern insgesamt und sowohl als auch der Vitesco zukünftig einfach viele Perspektiven geben können. Jetzt muss man auch sagen, soweit ich, was ich gelesen hatte, vorhin oder gesehen habe, ist, dass der Vorstand von Vitesco noch nicht zugestimmt hatte. Also man hat hier noch kein Statement dazu abgegeben, ob die jetzt dafür sind, dagegen. Schaeffler hatte aber bekannt gegeben, dass man eben eine einvernehmliche Übernahme anstrebt. Das heißt, man will hier auf keinen Fall irgendwelche Kriegereien oder irgendwie eine räuberische Übernahme machen oder eben eine entsprechend nicht koordinierte. Das wird dann auch zu teuer und wird ein Hassel. Dann hat man eben die ganzen Rechtsstreitigkeiten und so weiter und so fort. Also von daher muss ich erstmal noch zeigen, ob hier überhaupt ein Einvernehmen stattfindet. Ich habe darauf schon mal hingewiesen, 8 von 10 Übernahmen oder 8 von 10 Transaktionen im M&A-Bereich, also Mergers and Acquisition, die gehen nicht auf, die gehen wirklich, die werden dann halt wieder aufgegeben. Die wenigsten kommen dann durch, aber sollte das funktionieren, finde ich es für die Schaeffler eigentlich ganz elegant. Also ich finde diesen Schritt wirklich sehr, sehr wichtig, auch für den Schaeffler-Konzern, und zeigt mal wieder, dass man eben wirklich hier vom Gejagten zum Jäger wird. Man hatte das damals, wie gesagt, schon mal mit Continental gemacht, das ist auch schon, oh Gott, mittlerweile über 10 Jahre her. Und das war auch schon damals sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein guter Schritt ist, der auch den Schaeffler-Konzern insgesamt eben da eben einen weiteren Vorteil geben kann, eben gegenüber zum Beispiel natürlich auch der Konkurrenz. Also von daher, das vielleicht an dieser Stelle. Das nächste Unternehmen, was ich gerne nochmal mit reinnehme, ist die Medical Properties. Ein altbekannter, konnte ich gar nicht genug vorwarnen. Das ist ein Unternehmen, was im Bereich der... Also ein Immobilien-REIT, wenn man so will. Und da gab es so einige Dinge, die mir damals schon, ja, wie soll man sagen, nicht wirklich positiv aufgefallen sind. Und eben auch diese starke Fokussierung eben im Bereich des Nursing, also das Housing von eben Krankenschwestern, Betreiben von Altenheimen und so weiter. Da gab es viele, viele Kritikpunkte auch, dass man einige Projekte zu teuer gekauft hat und so weiter und so weiter. Seit Jahresmitte hat sich auch ein Shortseller auf die Aktien eingeschossen und hatte eben daraufhin nochmal hingewiesen, dass eben sehr aggressive Buchhaltungsmethodiken bei dem Konzern festgestellt werden. Das heißt, man hat hier eben Immobilienbestände, die man eben ausgewiesen hatte, einfach zu hoch und zu aggressiv angesetzt. Und das ist genau das Problem, was ich eben bei diesen Unternehmen, die im Gewerbebereich, im Bereich des Gesundheitswesens einfach ansässig sind, immer so ein bisschen als Problem sehe. Man hat also hier sozusagen die Doppelschere oder die Doppelzange. Auf der einen Seite, das ist der allgemeine Immobilienmarkt, der natürlich in Phasen von Zinssteigerung einfach rückläufig ist. Der drückt natürlich auf die entsprechenden Bestände bei den Immobilienunternehmen. Das heißt, man muss hier Abschreibungen vornehmen, weil der allgemeine Immobilienpreis oder Immobilienpreise oftmals in den Segmenten dann fallen. Das heißt, man hat dann hier Korrekturbedarf. Der zweite Punkt ist der, dass die Gesundheitssektoren nach der Covid-19-Pandemie sowieso schon sehr stark unter Druck standen. Und das heißt, dass man hier einfach Einsparungen sieht. Und das einfach auch dazu führt, dass natürlich dann da auf der operativen Seite einfach mal zusätzlich entsprechend Druck aufkommt. Das hat sich jetzt auch zuletzt bei den Medical Properties dadurch herausgestellt, dass man eben zum einen rückläufigen Umsatz eben ausgewiesen hat und zum anderen auch die Ausschüttung aus dem operativen Geschäft eben gekürzt hat. Alles sehr, sehr unschön. Ich würde hier die Finger von lassen. Nach wie vor ein REIT, wo ich wirklich denke, wenn man momentan unbedingt in einen Immobilien-REIT, also ein Immobilien-Vehikel investieren will, dann sollte man tendenziell eher auf Wohnimmobilien schauen und gucken, Gewerbeimmobilien, alles mit dem Gesundheitssektor, irgendwas mit Supermärkten, wird nicht wirklich vorsichtig sein. Ist momentan sehr, sehr schwer zu greifen, wenn im Bereich der Wohnimmobilien bleiben. Da ist es auf jeden Fall zumindest mal so, dass man davon ausgehen kann, dass natürlich auch da weitere Kursrückgänge durchaus möglich sind, aber zumindest mal die Wahrscheinlichkeit da ist, dass man eben hier relativ zeitnah auch so eine Art Soft Landing eben wirklich hinbekommt und dann eben auch natürlich eine höhere Chance einfach hat, dass man eben aus diesem Tal der Tränen sich relativ schnell auch wieder erholen kann.
gerade eben alles, was im Bereich Gewerbeimmobilien oder eben auch im Gesundheitssektor, da passiert momentan so, so viel. Und man kann eben nicht sagen, ob eben der Trend, der sich in den letzten Jahren gezeigt hat, auch zukünftig weiter von Gültigkeit haben wird. Und deswegen wäre ich da immer eher etwas vorsichtiger. So, das nächste Unternehmen, JD.com, chinesisches Online-Unternehmen im Bereich des Handelns, wenn man so will, hatte bei den letzten Zahlen für das zweite Quartal zumindest mal positiv überrascht, konnte im Zeitraum April bis Juni Konzernumsatz gut steigern, 7,6% im Vergleich zum Vorjahresquartal, hat auch am Dienstleistungssparte einen Plus von 30% hingelegt und bei Waren bzw. Warenabsatz ebenfalls um 3,5%. Also insgesamt alles gar nicht mal so verkehrt. Die Aktien sind aber trotzdem nicht aus dem Knick gekommen. Und da sieht man eben, woran das liegt bzw. wie wichtig eben dieser übergeordnete Trend eben ist, den ich ja vorhin schon kurz angesprochen habe. Das heißt, es bringt halt nichts, wenn ein einzelnes Unternehmen sich zwar durch die entsprechenden Quartalsergebnisse ganz gut darstellen kann, wenn eben die allgemeinen Annahmen von den Investoren für einen Markt, für eine Volkswirtschaft einfach negativ ist. Und das ist hier genau der Fall. Das heißt, man geht eben bei China oder viele Investoren gehen eben im Punkt China davon aus, dass eben hier noch einfach, dass noch keine Konjunkturerholung wirklich nachhaltiger Natur zu sehen ist. Und das zeigt sich natürlich dann eben auch gerade bei den Einzelhandelskonzernen, wie zum Beispiel der JD.com. Ich finde die aber trotzdem dahingehend interessant, wenn man eben perspektivisch wirklich langfristig, zum Beispiel 5 bis 10 Jahre unterwegs ist. Bei der JD.com ist sehr, sehr viel passiert. Man möchte den Immobiliensektor eben abspalten. Man will den Logistikbereich entsprechend abspalten. Und man ist also dabei, sozusagen diesen ganzen Konzern ganz, ganz stark zu entfusseln und so ein bisschen mehr Struktur, klare Struktur reinzubringen. Das sind Dinge, die Investoren gut finden, wenn man dann weiß, ja, ich kaufe hier zum Beispiel eine Online-Handelsplattform und habe da eben nicht noch ein Immobilienunternehmen mit drin und nicht noch einen Logistikkonzern mit drin, sondern wirklich nur diesen reinen eben Charakter einer Handelsplattform. Das ist immer ganz wichtig, weil es eben dadurch eben besser und auch interessanter wird für Investoren. Der zweite Punkt ist der, dass ich einfach auch glaube, dass China sich hier perspektivisch, wenn eben diese ganze Problematik rund um die Immobilienkrise eben auch vorbei ist, sich dann auch wieder fangen wird und auch zumindest mal in Blickrichtung 2025 bis 2030 zur größten Volkswirtschaft der Erde einfach aufsteigen wird und davon werden dann eben auch natürlich große chinesische Konzerne wie zum Beispiel die JD.com insgesamt profitieren. Man hat aber auch sehr, sehr viele politische Risiken. Also chinesische Aktien sind wirklich nichts für Menschen, die gar sagen, ich möchte nachts ruhig schlafen. Die sollen einen ganz weiten Bogen drum machen. Wer aber so ein bisschen sagt, ja, doch China gefällt mir, perspektivisch bin ich da langfristig bei, der kann sich eine JD.com durchaus mal so spekulativ zumindest mal auf die Watchlist legen, weil die eben natürlich interessant sind, eben aufgrund der Positionierung. Aber eben mittlerweile oder derweil muss man auch davon ausgehen, dass wir hier noch die ein oder andere Kurskorrektur sehen werden. Und solange eben noch keine Bodenbildung da ist, ist das für mich momentan Watchlist-Kandidat, aber durchaus attraktiv, weil eben doch sehr, sehr viel Fantasie da ist. So, ich hoffe, ich habe euch sehr, sehr viel Fantasie gegeben. Ich gucke nochmal. Genau, ich denke, ich nehme nochmal die Hochtiefen mit rein. Letzte Frage hier von Lukas. Und denke ich mal, werde ich das Format für heute beenden und dann geht es am Mittwoch weiter. So, gucken wir uns mal die Hochtief an. Ein Baukonzern aus Deutschland im Bereich der Großbauprojekte und Industriedienstleister. Ups, jetzt habe ich die gleich weggedrückt. So, die fand ich ja schon damals auch vor der Sommerpause und Ende letzten Jahres spannend, weil ich genau davon ausgegangen bin, dass einfach dieser Investitionsstau in vielen Bereichen sich auflösen wird. Das heißt, es werden einfach Bauprojekte dann eben auch umgesetzt, die in der Covid-Zeit einfach liegen geblieben sind. Und das Ganze sieht man eben auch sehr gut. Das heißt, für mich wäre das momentan ein klassischer Haltekandidat. Das heißt, wenn die Aktien ab, einfach weiterhalten. Ganz klar, sichert die mit Stop-Loss ab. Ich meine, wer hier irgendwie zugegriffen hat im Bereich 45, 50 Euro, der hat nichts verkehrt gemacht. Das ganze Geschäftsmodell, was ich zumindest gesehen habe, läuft nach wie vor weiterhin. Man hat natürlich auch eine klassische Zyklik. Und was ganz interessant ist, diese großen Bauprojekte, also ob man jetzt ein Atomkraftwerk, eine Fabrik, ein Krankenhaus oder ein Staudamm oder sowas baut, die sind unabhängig von den Immobilienmarktentwicklungen im Bereich der Wohngewerbe und Ladenflächen, zum Beispiel Immobilienpreise, weil das natürlich Dinge sind, man kauft ja nicht einfach mal einen Staudamm handelt den oder spekuliert damit, sondern das sind wirklich große, große Infrastrukturprojekte, die einfach aus diesem ganzen Szenario mit raus sind und die einfach eine ganz, ganz andere
Sinnhaftigkeit haben. Also der spekulative Charakter einfach nicht in dieser Form da. Das heißt, wenn sowas natürlich budgetiert wurde von einem Staat, wird das in der Regel auch umgesetzt. Und das sieht man halt auch. Autobahn, Straßenbau und so weiter gehört alles mit dazu. Alles Infrastrukturprojekte, die, wo man eben nicht sagen kann, oh, der Immobilienmarkt läuft momentan nicht, wir bauen jetzt keine Straßen mehr oder die A3 oder wo auch immer in Deutschland wird halt nicht ausgebaut oder wird halt nicht repariert. Das funktioniert halt nicht, sondern da ist man eben konjunkturunabhängig einfach in der Pflicht als Staat, das zu tun. Und davon profitieren eben solche Konzerne. Und von daher finde ich solche Unternehmungen durchaus interessant. Für mich ganz klare Halteposition. Ob man da zugreifen sollte momentan, weiß ich nicht. Da würde ich wirklich tatsächlich eher warten, bis sich so ein bisschen der allgemeine Markttrend, der Oktober auch so ein bisschen beruhigt hat. Ich glaube wirklich, der Oktober wird nochmal ganz heiß. Wir werden, wie gesagt, hier nochmal die ein oder andere Korrektur sehen. Das habe ich am Anfang der Sendung schon mal gesagt. Aber es gibt natürlich auch einen Grund mehr, einfach dieses Format hier öfters zu gucken. Ihr habt jetzt ja die Möglichkeit, wieder das zu tun. Jeden Montag 17 Uhr, jeden Mittwoch 14 Uhr und jeden Donnerstag um 10 Uhr gibt es die Formate, sind wir für euch da. Wenn euch das nicht reicht, könnt ihr natürlich mittwochs, klar, gibt es den Come On Bergfest und freitags natürlich auch einen Come On Börsenpodcast. Also ihr werdet hier rundum versorgt. Ansonsten nochmal vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und immer noch seid. Sorry für die Tonproblematik am Anfang, konnte ich ja zumindest mal lösen. Wie gesagt, es lag daran, dass genau in dem Zeitpunkt von Start der Sendung bis sozusagen, oder beziehungsweise Start der Sendung und Start der Sendung auf technischer Seite ein Update stattgefunden hat, was eben momentan die Probleme bereitet hat. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, euer Unternehmen war dabei. Alle Unternehmen, die nicht dabei sind, schreibt mir die gerne in die Kommentarzeile rein. Schreibt mir eure Kritik, Anregungen, Wünsche rein. Und ansonsten werden wir hoffentlich am Mittwoch über das eine oder andere Unternehmen dann nochmal sprechen, was heute nicht dran gekommen ist. Ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Abend vor allen Dingen und bis Mittwoch hoffentlich. Macht's gut. Ciao, ciao.